Amira Pocher will sich verlieben, hat sie viele Verehrer? Amira Pocher, 31, plaudert aus dem Nähkästchen. Die Moderatorin und Oliver Pocher, 45, hatten im August ihre Trennung offiziell bekannt gegeben. Eigentlich wollten sie trotz allem noch zusammenarbeiten, doch mittlerweile schießt der Komiker fast täglich gegen seine Ex. Auch, dass sie schon bereit für eine neue Liebe sei, nahm der gebürtige Hannoveraner zum Anlass, sich über sie lustig zu machen. Aber hat Olli überhaupt Grund zur Sorge, dass sie bald wieder vergeben sein könnte? Amira spricht nun über ihre Verehrer. Im Gespräch mit Bunte offenbart sie, dass sie zwar bereit für die Liebe sei, aber noch keine Dates hatte. Nicht, dass es an Angeboten mangeln würde, erklärt Amira. Scheint ganz so, als würden die Männer bei ihr Schlange stehen, der Richtige war offenbar noch nicht dabei. Aber die Österreicherin hat auch ganz konkrete Vorstellungen, wenn es ums Kennenlernen geht. Meinen zukünftigen Partner möchte ich auf traditionelle Weise finden und nicht wie in einem Katalog hin und her wischen, zeigt sie sich kritisch gegenüber Dating-Apps. Soll das auch ein kleiner Seitenhieb gegen Olli sein? Denn er und Amira lernten sich über eine dieser Apps kennen und lieben.